Willkommen zurück zu einem neuen Video von Afterwork Cooking. Es ist schon wieder spät, 6:30. Heute mal wieder ein langer Arbeitstag und es gibt einfach wieder ein total simples, schnelles Gericht. Das hatten wir aber schon lange nicht mehr. Dafür habe ich hier schon mal Kartoffeln, Pellkartoffeln aufgesetzt. Ich habe die einmal außenrum angeritzt mit der Schale, um hinterher nach dem Abschrecken die Kräuter leichter schälen zu können, dass ich da nicht so viel Arbeit habe. Ansonsten habe ich hier einmal Tiefkühl. Kaisergemüse. Mal gucken, ob eine Packung reicht. Ich habe aber noch mehr im Eisfach. Also ich werde einfach eine riesengroße Auflaufform machen. Das heißt, wir machen noch eine Soße selber mit Schlagsahne, Eier, schön viel Gewürze. Den Käse habe ich vergessen. So. Oben drüber kommt dann natürlich Käse. Quasi ein Gratin. Genau, das war es eigentlich schon. Also es ist wieder mal viel Gemüse, ein bisschen Milchprodukte und der Geschmack kommt aus den Gewürzen. Plain and simple, gerade für nach der Arbeit, wenn man einfach nicht viel Muße hat, was zu kochen, geht das immer super schnell. So, die Kartoffeln kochen schon, die stelle ich mal einen Ticken runter. Dazwischen können wir hier das andere schon mal vorbereiten. Gemüse rein. Für 4 Personen. Das gebe ich jetzt einfach schon mal in den Backofen, damit es über Niedrigtemperatur war, nur damit das Gemüse einfach schon ein bisschen auftauen kann. Dann kann man das nachher schön scharf überbacken und ist sicher, dass auch alles gar und warm und heiß ist vor allem. So, in der Zwischenzeit machen wir schon mal die Soße, die wir dann drüber kippen. Ja, jetzt schlagen wir schnell die 2 Eier hier rein. Dann geben wir die Sahne dazu. Ich hatte schon das Gefühl beim Reinkippen, das wird wahrscheinlich nicht reichen, aber mir fiel ein, ich habe auch noch eine angefangene Packung Kräuterfrischkäse. Der hat ja auch noch mal ein bisschen Geschmack, vor allem wieder Kräuter. Deswegen habe ich den hier noch mit reingegeben zum Strecken. Kommt jetzt Gemüsebrühe. Meine selbstgemachte. Ist ja noch nicht Gemüse, erhöhen wir noch ein bisschen. So, das können wir wieder machen. Und jetzt zu dem Ende. Dann brauchen wir Salz, weil meine Gemüsebrühe hat nicht besonders viel Salz. Die ist eher naturell. Dann nehmen wir doch ein bisschen von den Sellerieblättern, davon haben wir ja genug. Die duften so gut. Warum muss der Saft so eklig schmecken? Getrocknet, gebraten, gekocht, schmeckt er super lecker. Und riecht gut. Dann, was nehmen wir noch? Muskatnuss werde ich dann schön oben drüber streuen auf die Kartoffeln. Curry. Ich werde noch etwas Curry dazu geben. So. Wieder nicht zu viel. Wir wollen ja nicht, dass das Gericht nach Curry schmeckt. Wir wollen nur die einzelnen Gewürze, die Curry drin sind. Soll aber kein Curry-Gemüse werden. So, was nehmen wir noch? Petersilie, getrocknet. Getrocknete Kräuter, mein Favorite. So sparen und ich rein damit. Ja, ich habe auch gemahlenen Koriander. Auch ein bisschen dazu.
jetzt nicht so, als würde das super zusammenpassen. Das Ganze jetzt gut verquirlen. Gut. Jetzt warten wir aufs Gemüse, bis das gar ist, die Kartoffeln, bis die fertig sind, dann kommt das alles zusammen hier rein, der Käse oben drüber, Essen in den Ofen und das war schon wieder mit der Kocherei für heute. Ja, als die Kartoffeln gar waren, habe ich sie kurz abgegossen und in kaltes Wasser dazugegeben, dass sie ein bisschen abgeschreckt werden, damit sich die Schale eben leichter abhellen lässt. Das ging nicht ganz so gut, wie ich es mir erhofft hatte, aber trotzdem, es ging auch mit den Fingern relativ einfach abzuzuzeln. Ja, das Gemüse war jetzt auch schon warm. Das heißt, jetzt werden einfach die Kartoffeln noch in dicke Scheiben geschnitten und dann schön über dem Gemüse verteilt. Und da kommt jetzt die Soße drüber, die Kartoffelsoße, die wir eben gemacht haben. Schön überall verteilen auf den Kartoffeln. Dann als nächstes kommen noch mal ein paar Gewürze oben drauf. Ich habe noch mal ein bisschen Salz oben drüber gegeben und dann eben die Muskatnuss frisch drüber gerieben, dass die nicht mit den anderen Gewürzen so sich drin untergeht. Am Ende noch ein bisschen Pfeffer drüber. Und dann kommt noch der Käse zum Abschluss. Großzügig über dem Ganzen schön verteilen. Und das Ganze kommt jetzt für ungefähr 30 Minuten bei 180 Grad in den Ofen, weil das Gemüse ist ja schon warm und gar, die Kartoffeln frisch gekocht. Es muss jetzt eigentlich nur noch überbacken. Ja, und so sieht das Ganze dann aus. Und das war's auch schon. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Und nicht vergessen zu abonnieren. Tschüss!